Und hier ist ihre Miss Grillanzünder und Miss Achtelfinale, Andrea Kiebel. Hallo. Herzlich willkommen. Nicht nach hinten kippen. Hallo, herzlich willkommen zum Achtelfinalsonntag. Hallo. Und jetzt sage ich Ihnen auch mal, liebe Zuschauer, warum ich so still gesessen habe. Dieser Mann. Achtung. Dieser Mann heißt John Evans und ist Engländer. John! Und John, Sie haben es schon gemerkt, hat richtig was drauf, nicht nur mich. Und im Vergleich zu dem, was er vorhat, bin ich wirklich ein Fliegengewicht. Ich zeige Ihnen das mal. John will nämlich einen neuen Weltrekord aufstellen im auf dem Kopf balancieren. Es geht um diese 237 Pints. Das sind ungefähr 151 Kilo. Gucken Sie sich das mal an. Diese Lage wird transportiert, 1,80 Meter hoch. Nachher probiert er das. Ein Riesenapplaus. Thank you so much. John Evans. Einen nicht aus dem Haus gehen, ohne etwas auf dem Kopf zu haben. Ganz zum Beginn der Sendung trug er mich herein. Ja. Jetzt macht er sich sozusagen ein bisschen warm. Hello. Aus England bei uns der Headbalancer, der Kopfbalancierer John Evans. Das ist für ihn eine Kleinigkeit, denn, liebe Zuschauer, letztendlich geht es, und ihr könnt es ruhig schon mal reinfahren, ne? So war es doch geplant, um diesen Berg. Das sind 237 Pints, liebe Zuschauer. Englische Biergläser gefüllt. Eine große, große Pyramide, und das Ganze ist dann 151 Kilo schwer. John, that will be a new world record. Of course. Yeah? 237 full pints. And you have to take that for 10 seconds. I have to take them off the forklift, walk away, and when my hands come free, for 10 seconds. Okay, also Hände ab, nicht nur einfach so festhalten auf dem Kopf, sondern Hände runter. So, jetzt helfen die Strongmen erstmal, ihn davon zu befreien. Okay. What is the most tricky thing of balancing? This is very difficult because it's about 151 kilo in weight. Yeah. But it is all liquid. And I have to get the perfect balance before I start. Yeah. And if I haven't got the right balance, or if it goes one way or the other, if it's liquid, it falls off. Weil diese Pints, liebe Zuschauer, diese Gläser mit Flüssigkeit gefüllt sind, ja, 151 Kilo, er muss das ganz still halten. Wenn er anfängt, ein ganz kleines bisschen zu schlingern, diese Flüssigkeit, ja, die eiert dann mit, und dann kann er es gar nicht mehr kontrollieren. So, we in Germany, yeah, we make touch wood. Yes. Yeah. This is the wood. No. Er ist Engländer. Aber er kann wirklich heute noch mal, das ist der einzige Moment heute, wo er was zu lachen hat. Bitte klatschen Sie für diesen Mann. I'm sorry. So. I have to tell the audience two things. Yes. Wir zählen alle gemeinsam, und zwar ab dem Moment, wo John die Hände vom Brett wegnimmt, fangen wir an zu zählen. Auf Englisch 1, 2, 3, 4, 5, 6 Sekunden, so weit wie er kommt. Wenn er es nicht mehr halten kann, er kann das nicht absetzen, dann wird er das nach vorne runterfeuern. Das heißt, Sie hier vorne, ich hoffe, Sie haben saubere Unterwäsche an, Sie werden nass. Ja? Gut. Are you ready? Okay, take your time. Can I go? Yes. Und wir schauen John Evans zu und zählen dann alle gemeinsam mit.
als erstes muss das Ding auf den Kopf, dass es richtig schön im Gleichgewicht ist. Nochmal nachkorrigieren. Jetzt dirigiert er ein bisschen den Gabelstapler, es muss ein Müh höher, okay. Und ein Müh nach vorn. Er merkt ja schon beim Anheben, ob das mittig sitzt. So, Achtung. Jetzt hat er es schon mal auf dem Kopf und in dem Moment, wo er die Hände wegnimmt, fangen wir an zu zählen. Moment. Achtung. Now. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, 11, 12, 13, 14, 15! Mr. John Evans! And that's what you have to do a new world record. Yeah, a new world record. One more show. Look at this, look at the Weedy Ball, there is a slow motion. 15 Sekunden, guckt euch das an. 151 Kilo, 1,80 Meter ist der Turm hoch. Bam! Toll! Can I just say to everybody, fantastic audience, yeah. And thank you very, very much for having me. It's been a very, very nice treat for me. You're very welcome. Thank You're you. Very welcome. Say hello to the English soccer team, and we are the winner. I don't follow soccer that much, but I hope England wins. Oh, okay. Dankeschön, John Evans, der David Beckham, der Headbalancer. Thank you so much.